Ich gehe jetzt meine Uhr aus dem Zimmer schaffen. Hallo Leute und willkommen zurück, falscher Save, zurück zu Let's Play, to the Saves the World. Im letzten Part haben wir ein bisschen Dunwich, die Zombie-Stadt, oder die Stadt, die gerade von Zombies überfallen wird, erkundet und haben dabei Oktober getroffen, die jetzt schon wieder ein neues Partymitglied ist. Und jetzt will ich hier gerade ehrlich gesagt gar nicht unbedingt weiter nach Schätzen oder sowas suchen. Sondern eigentlich einfach nicht kämpfen. Ich möchte nicht gegen Zombies kämpfen. Zombies sind ekelig. Juck. Deshalb, also, nein. Moment. Du kannst jetzt mal, wo du so viel Combo hast, mal einen Deathblow machen. Einfach so. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht ran an die Truhe. Ja, okay, dann gehen wir da jetzt auch nicht hin. Denn ich möchte jetzt hier weg. Ich mag die Stadt nicht. Die Stadt ist scheiße! Brrrr! Wieso kannst du Spaten eigentlich nicht mal über Gras laufen? Wie schlecht bist du? Alchemist Dress! Das ist bestimmt für Oktober. Nein! Ach nee. Dresses waren ja für Yumi. Dark. Mann, ist das schlecht! Hab ich das? Ja, gut, es ist wieder alles okay. Was ist noch hier oben? Ach, leck mich am Arsch, Kaspersky und Kampf und bla 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 bla. Mein Gott, ich habe die ganze Runde für einen so einen Sucker gebraucht. Machen wir so und so und so und so und ja, so geht das doch alles schon viel, viel besser. Hier oben ist noch ein Haus, das wird mich wahrscheinlich auch noch zu einer Truhe führen. Ist das nicht? Nein. Oh, hallo Frau. I just finished speaking of this house. There's no way I'm leaving now, even if the city is infested with zombies. Verdammt, die Stimme wollte ich eigentlich dem Typen geben, den wir gleich treffen. Oh, was ist hier oben? Bestimmt irgendeine Truhe oder irgendein anderer Kack? Ich hab Gott keine Lust auf Kämpfen. Nein. Sowas würde mich... Oh mein Gott. Sowas würde mich in Clou jetzt nicht stören. In Clou könnte ich jetzt ganz einfach die Bank ausrauben. Das wäre viel vernünftiger, als Zombies töten und ein Held zu werden. So was Altmodisches. Oh, mein... What the fuck? Nein. Wie viele Kämpfe muss ich? 9? Ach, das schaffen wir. Also, mich hat letztens jemand gefragt, ob ich glaube, dass es dazu kommen wird, 9 Kämpfe zu... Also, diese ganzen Kämpfe zu machen, um dann keine solche Kämpfe mehr zu haben in diesem Dungeon. Und ich sagte, ich bezweifle es. Ich bezweifle es inzwischen nicht mehr. Nein. Du machst hier Ice Strike auf den da und du hier machst... Ja, Dark Blah, Blas, bla bla bla, auf den da. Und die anderen, die hier sind, denke ich mal, sollten schnell kaputt gesehen. Ja, sind sie bla bla bla. Ich brauche gar nicht zu Ende reden. Ich weiß zwar nicht, was da unten jetzt gewesen wäre, aber mir ist das auch gerade scheißegal. Ich kann ja hoffentlich später nochmal dieses Dorf hier gehen, um auch Kacke nachzuschauen. Der Deckel. Fred. Und ja, wunderbar. Wunderbar, Sharp. Sharp ist aufgestiegen. Was braucht der bitte Magic? Nein. Was ist hier drin? Ein... Was, wieder so ein kirchenähnliches Teil. Ohne Truhe. Hallo, Bane Sword. Das hört sich jetzt schon mehr an wie eine Waffe für Cthulhu. Das ist hier gerade einfach viel besser. Das muss jetzt einfach mal sein. Ich kann ja das andere dann hinterher wieder anlegen, weil das besser ist. Aber jetzt
ist das gerade deutlich besser. So, hier komme ich nicht lang. Möchte ich mal schauen, das macht jetzt doppelt so viel Schaden gegen die und ja, das tut es wirklich. Ja, das macht ganz schön viel Schaden und das passt mir so. Juhu, wir haben es geschafft! So, hier komme ich nicht. Doch, hier kommt. Nee, hier komme ich nicht rein. Das heißt, der ganze Weg war jetzt wirklich nur dafür. Möchte mal sehen, wie viel er dem. Ach, habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber egal, egal. Es ist genug, ist genug, ist genug. Oh. Einmal wieder den ganzen schönen Weg zurück. Und es sind nur noch 5 Kämpfe. Das sollte ich, denke ich mal, schon noch schaffen. Vielleicht sogar noch in diesem Part. Wenn es hochkommt. What? What is this? No! No! Are you sure? Geil. Das ging ja schnell. Schneller als erwartet. Deutlich schneller als erwartet. Lol. Es ist doch wirklich alles so gemacht, dass man wirklich nie da lang gehen kann, wo man hin will. Nicht mal einen einzigen, nicht mal eine einzige kleine Ecke kann man buggend ausnutzen oder einfach ausnutzen, um. Nein, jetzt habe ich nicht geschaut. Okay, gut. Dann wieder den ganzen Weg zurück. Jetzt müssen es nur noch 3 oder 4 Kämpfe sein. Ich glaube 3. Einmal einfach hier draufhauen. Wir müssen ja jetzt nicht hier ewig rumfackeln. Wir machen das einfach ganz schnell kaputt. Ja, ja, wunderbar. Noch 2? Ja. Danach kommen erstmal keine Random Battles mehr, dann müssen wir die selbstständig aufrufen. Und das werde ich wahrscheinlich so schnell nicht tun. Da unten, wo ich jetzt gerade hingehen wollte, da waren wir auch noch nicht. Wir sind ja von rechts gekommen, von der anderen Seite. Was ist denn hier? What about nothing? Letzter Kampf, letzter Kampf, letzter Random Battle hier in diesem Dungeon-Ding jetzt, whatever. Ja, 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 ja. Yeah, Battle's left known. Oh, this is so wonderful. Jetzt können wir uns also durchbegeben und eventuell Truhen suchen oder so. Oh, eine random Battle, so ist es doch wunderschön. Und bisher funktioniert's. Was? Ich bin wieder hier. Oh nein! Hier gibt's so viele Wege. Hier ist nichts. Das heißt, da wo ich war, war richtig. Hell? Are you sure? Because I am not. Arr. Naja. Wo würde ich denn von hier aus noch hinkommen? Ja, hier hoch. Einmal um das Haus rum. Dann. Ruhe. Dann da oder... Ja, da müsste ich wieder hier rein. Und wieder hier runter. Und dann wäre ich wieder da, wo ich gerade auch schon war. Jetzt will ich aber hier mal zu der Truhe da oben. 2 One-Ups. Schnurr. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Hell? What the fuck? Das heißt, ich muss... Ach du Kacke. Das heißt, ich muss jetzt wieder hier. Dann, wieder hier rein.
Das heißt, ich muss hier hinten lang. Hier über den Parkplatz. Dingens. Und hier runter. Und nach rechts auf die nächste Map. Aber da war doch nichts mehr. Wo bin ich denn? Ist hier noch was? Bin ich hier vorhin auch reingegangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ja. Ach du Kacke. Er geht ja mal gar nicht hier. Ist ja total verwirrend. Und ich habe mich über den einen Dungeon beschwert und gesagt, der sei ein Labyrinth. Haha, aber ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich glaube, hier war ich vorhin nicht. Ich glaube, das habe ich vorhin übersehen. Oder? Das ist mir auf jeden Fall neu hier. Das kenne ich noch nicht, nee. Schauen wir mal, was hier drüben ist. Also, ja, hier scheinen wir doch einigermaßen richtig zu sein. Hoffe ich. Für euch. Und mit euch meine ich die Entwickler des Spiels. Dann hier rüber. Dann vielleicht schon wieder runter. Ist ja immer so ein Wechsel zwischen unten und oben. Was ist denn hier? Treppe nach oben. Truhe. 1200 Gold. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir so irgendwo. Was haben wir denn? Ach ja, leck mich am Arsch, Antivira. Ich weiß, du willst ein Update oder so. Nächste Map. Hier ist Speicherpunkt. Das heißt... Oh. Nyarlathotep. Yo-Yo, what are you doing here? I'm here to be a true hero. What? I thought you were one of us. Not anymore. It's a long story. If you're not one of us, then I shall do my worst. Zombies, attack. You've tortured these poor zombies and humans long enough. Your weakness ends today. You know, I've ever liked you, Cthulhu. Die! Damit ist der nächste Bosskampf anstehend. Und bevor wir uns um die Assis hier kümmern, kümmern wir uns erstmal um die Assis. Na toll, keiner ist tot. Dann jetzt nochmal. Oh. Uhu. Was? Oh. Ich glaube, das wird der erste Bosskampf, der gar nicht mal so leicht wird. Machen wir das mal. Und mit ihr hier mal Black. Und du machst... Ja, Multistrike. Was ist los, Dom? Achso, ja. Ja, ach, mach einfach so. Der sieht ja hässlich aus. Okay, Oh, holy shit. Das wird ja langsam. Langsam. Arschig hier, hm? Oh, 1090. So viel zu arschig. Das ist ja ein Nichtseher. Du kannst ja gar nichts, Alter. Du machst mich fertig. Blende. Ah, Oktober ist tot. Und er ist tot. Er ist auch tot. Jetzt ist es egal. Was? Fearless Charge, Dark Spiral. Machen wir das mal. Ach, scheiße. Ach, jetzt natürlich, Unitas. Ach so, das sind Gruppenattacken-Dingenses. Ach so. Ja, dann machen wir das hier mal. Fearless Charge. Nochmal halt und so.
Ja. Ja, ja, stimmt, natürlich. Das ergibt natürlich Sinn. Jetzt habe ich das erst kapiert, wie peinlich. Oh, das war verdammt knapp. Schaut mal oben auf die AP, das ist mir jetzt gerade gar nicht aufgefallen. Sag mal, sterben die irgendwie, wenn die eine Unite-Attacke machen, oder kommt mir das nur so vor? Och. Lightning, ja, haben wir ja mal schon gehabt schon. No, this isn't possible. My name is longer than yours. My name is Nyarlathotep. I must be more powerful. Pitiful. Wie war die Stimme für Cthulhu? Pitiful Nyarlathotep. Accept your defeat with dignity. Was so ein Wort habe ich noch nie gehört. Dignity, dignity, dignity. Ja. Nyarlathotep disappears. My reckless transformation begins. My reckless. The zombies are free from Nyarlathotep's control and are now the fun-loving monsters that Cthulhu always knew they were. We did it! Victory pose! The day has been saved, thanks to Cthulhu. Cthulhu has gained 10 hero points, but he is still not a true hero. Later that night, everyone celebrates at the local bar with a foamy mug of milk. The next day, Cthulhu and his group leave the eastern city of Dunwich. What new adventurers will await them in the dreaded ghost forest? Press on, brave Cthulhu. Wir haben's geschafft! Und ist das das jetzt, wo wir jetzt nächstes hin müssen? Weil das ist ja nicht der Ghost Forest hier. Ich mach das so. Ich gehe nochmal hier hin. Wie sieht denn die Stadt jetzt aus? Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Cthulhu Saves the World. Bis dann und ciao.